Verstehe Physio hier mit einem Video zur osteopathischen Sicht des Beckens. Es handelt sich hierbei mehr um eine Anleitung, wie man die Materialien benutzen kann, die ich dafür zur Verfügung stelle auf meiner Website. Es handelt sich hierbei um ein paar A4-Blätter, die ihr ausdrucken könnt und dann bei Gelegenheit aneinanderlegen könnt. Wie euch vielleicht schon ins Auge springt, gibt es hier zwei verschiedene Farben und somit zwei verschiedene Routen bzw. zwei verschiedene Wege, die man verfolgen kann. Wir haben ja gelernt, dass wir mit dem Vorbeugetest einmal im Stand und einmal im Sitzen starten, um schon mal so die Richtung zu bekommen. Das Ganze, dieser Vorbeugetest oder Vorlauftest sollte auf jeden Fall natürlich nicht als einzige oder als einziges Diagnosemittel stehen. So, jetzt habe ich hier einmal also eine lila Route, die ich verfolgen kann, und eine braune Route, die ich verfolgen kann. Jetzt kommt es darauf an, wie auffällig der jeweilige Test ist. Ist der Test, der Vorbeugetest im Sitzen auffällig? Also gebe ich dem Vorbeugetest im Sitzen 2 Sterne, muss ich also hier die Route verfolgen, also die braune Route verfolgen, was wiederum dann heißt, dass das Ganze höchstwahrscheinlich eine SIG-Dysfunktion ist, also das heißt eine sakroiliakale Störung ist und nicht, wie hier oben die lila Route, eine iliosakrale Dysfunktion ist. Das heißt also, in der Osteopathie ist das hier jetzt eine absteigende Dysfunktion, das heißt also, das Sakrum irritiert das Ilium. Jetzt, nicht? Anders dagegen, hier bei der lila Route, also wenn mein Vorbeugetest im Stand auffällig war und auch noch andere Tests auffälliger war, habe ich also eine aufsteigende Dysfunktion, also eine iliosakrale Dysfunktion. Das heißt, mein Ilium irritiert das Sakrum. Warum macht es das? Warum ist zum Beispiel das Ilium irritiert? Zum Beispiel, warum ist es zum Beispiel in Posteriorität? Das könnte natürlich sein, wenn wir einen Patienten haben, der zum Beispiel ein Umknicktrauma, also ein Supinationstrauma erlitten hatte. Ja? In diesem Bereich hier in der Mitte gibt es verschiedene Tests, die ihr machen sollt, nachdem alles auf eine ISG-Dysfunktion deutet. Wenn das jetzt so der Fall ist und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir diese Situation haben, also unser Vorbeugetest im Sitzen ist nur gar nicht, ist nicht so wirklich auffällig, aber der Vorbeugetest im Stand ist total auffällig und der Mensch hatte ein Supinationstrauma und was auch immer, also höchstwahrscheinlich eine iliosakrale Dysfunktion, dann muss ich also jetzt hier weiter schauen. Und hier zum Beispiel ist ganz, ganz dolle wichtig, nicht nur, weil es super zum Dokumentieren ist und ein absolut anerkannter orthopädischer Test ist, ist es natürlich hier der Downing-Test. Den lohnt es sich wirklich vernünftig anzuschauen und gut zu lernen, weil ist etwas ist, was schwarz auf weiß, was man schwarz auf weiß hat und was auch für den Patienten schön ist, wenn er selber sehen kann, zum Beispiel, wie sich dieser Wert verändert hat und er selber sehen kann, dass die Bewegungsamplitude in eine Richtung verschoben ist. Nochmal als Hinweis, 0,5 cm in beide Richtungen ist normal. Aber das ist jetzt auch weniger osteopathisch, ne, weil ein Normal gibt es ja normalerweise nicht. Aber da das ja auch ein orthopädischer Test ist, gibt es dort natürlich gewisse Normwerte, wie bei Schober, Ott etc. Gut, jetzt verfolgen wir also in diesem Beispiel genau das Gleiche, machen wir natürlich auch gleich noch mit der anderen Situation, also mit der braunen Route. Jetzt verfolgen wir also die lila Route. Das heißt, ich muss hier einmal ein wenig rauszoomen. Ich habe jetzt herausgefunden, okay, mit meinem Test, es ist entweder ein Ilium anterior, Ilium posterior. Das heißt, ich lege jetzt
das dazugehörige Blatt an und schaue jetzt weiter. Das heißt, ich mache einmal hier den Text oben weg, damit der da nicht irritiert, und lege jetzt also mein anderes Blatt an. Jetzt zoome ich hier einmal drauf. Ich kann so dann entscheiden, ob ich eine MET-Technik machen möchte oder eine HVLA-Technik machen würde. Nochmal zur Erinnerung, HVLA-Techniken ist natürlich besser bei akuten Geschichten und MET-Techniken ist besser bei konifizierten Geschichten. Dann ist hier natürlich eine Anleitung jeweils zu dieser Technik und ein Bild, was ich versucht habe zu malen, muss man schon fast sagen, aber ich glaube, es ist relativ erkennbar. Zeichnen war noch nie so wirklich meine Stärke. Und jetzt geht es einmal weiter. Und damit der jetzt nicht ablenkt, nehme ich den einmal weg wieder. Das heißt, ich blende ihn wieder aus und werde jetzt... Und wir widmen uns jetzt einfach einem anderen Part. Das heißt, wir sind zwar immer noch an dem lila Pfad. Ne, die beiden sind hier ja immer noch rot markiert. So, bei diesem Blatt kann ich jetzt also entweder ein Outflare oder ein Inflare nachschauen, wie ich das behandle. Ich habe immer versucht, das immer gleich darzustellen. Also, was muss der Patient machen, was muss der Therapeut machen, wie ist die Durchführung etc. Also, es ist immer das gleiche Schema. Und hier unten habe ich es nicht geschafft, ein Bild zu malen. Es war einfach für mich sehr unmöglich. Wenn das einer von euch malen kann, dann könnt ihr mir das sehr gerne zuschicken. So, dann machen wir den rechten jetzt auch weg. Und wir widmen uns mal dem anderen, dem braunen Weg. Ja? Wenn das nun eine SIG-Dysfunktion ist, dann kann ich mir einmal in der Bauchlage anschauen, den Sulcus, den AIL, Angulus Inferior Lateralis, und einen Federtest machen. Mit diesen Geschichten kann ich gut herausfinden, wie sich das Sacrum bewegen lässt und vor allem, wie es steht, also in welcher Dysfunktion steht es. Die Rechts-Rechts-Dysfunktion und die Links-Links-Dysfunktion kommen immer einher mit einer Nutation. Das heißt also, die Sacrum-Basis verabschiedet sich sozusagen kontralateral zur Achse. Das heißt, ich habe eine linke Achse jetzt zum Beispiel bei einer Links-Links-Dysfunktion und die Basis vom Sacrum, da es ja in Nutation geht, also ist der rechte Sulcus tiefer. Und natürlich letztendlich auf der Achsseite, also links, aufgrund der L-Gelenkfläche, sinkt bei der Nutation mein Sacrum auf dieser Seite ein wenig ab, also nach kaudal, und kommt ein wenig zu mir nach dorsal. Das heißt, ich habe auf der Seite sozusagen einen prominenteren AIL und auf der kontralateralen Seite zur Dysfunktionsachse habe ich also einen tieferen. Also das heißt, einen nicht so prominenten Sulcus. Das ist natürlich äquivalent zu allem anderen. Bei einer rechts-links- oder links-rechts-Dysfunktion ist es halt immer eine Kontranutation. Ja? Also das Sacrum steht in Kontranutation und somit ist es genau andersrum. Somit geht natürlich die kontralaterale Seite der Achsseite. Ich habe eine zum Beispiel jetzt hier in dem Fall eine linke Achse und das Sacrum schaut nach rechts. Somit kommt die Basis auf der kontralateralen Seite zur Achse, zu mir, und der AIL und die AIL geht nach kranial und weg von mir, also nach ventral. Okay, jetzt verfolgen wir also den braunen Weg hier. Schauen wir mal, muss ich hier unten das aktivieren. Und jetzt habe ich auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich mache das Ganze in einer MET-Technik, und zwar entweder die Links-Links- oder Rechts-Rechts-Dysfunktion, die werden gleich behandelt.
Oder ich mache das in einer direkten Technik, die ist aber nicht ganz so vielversprechend. Also gerade diese Techniken von links, links und rechts, rechts, die beide in der Sims-Position gemacht werden, super effektiv, meine Erfahrung zumindest, aber ich habe jetzt auch noch nicht die Mega-Erfahrung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vor allem weiterhin viel Erfolg beim Lernen.